Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem neuen Video. Das habe ich gerade auf Facebook gelesen. Slipknot haben einen neuen Song rausgebracht. Die letzte Single, die dritte Single vor Release des Albums, welches diesen Freitag erscheint am 9.8.2019. Was ebenfalls noch erscheint, ist diesen Mittwoch, also quasi aus der Sicht von euch, weil das dann erst jetzt aus meiner Sicht morgen kommt. Morgen, also quasi Mittwoch, der 7.8., kommt ein neuer Song von Tool. Haha, da bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, Tool war das Thema unter anderem meines letzten Podcasts. Ich verweise nochmal darauf. Den findet ihr auf meinem Kanal. Und was ihr auch auf meinem Kanal findet und auch in der Videobeschreibung ist der Link. Haha, ich sag's doch so gern. Zu meiner Rockshop Spotify Playlist. Da sind wieder ganz viele tolle Songs drin. Und ich wette, da wird am Wochenende auch der ein oder andere Slipknot-Song seinen Weg hineinfinden. Ich bin ja gespannt. Ich muss zugeben, ich bin jetzt noch nicht so ganz im Slipknot-Modus. Weil letzte Woche Volbeat, dann höre ich viel Tool, dann höre ich viel, naja, alles durcheinander. Ich höre den neuen Korn-Song gerade auch ganz gerne. Und ich bin aktuell nicht so im Feeling, wo ich sagen würde, okay, Slipknot, ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe so, ich bin aktuell echt nicht in der Slipknot-Phase. Aber ich lasse mich natürlich gerne in so eine Phase hineinführen. Vielleicht durch diesen Song, Birth of the Cruel. Ich klicke mal das Video an und dann gucken wir mal. Upsala, bisschen leise. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob mich dieser Song denn ins Feeling hineinversetzen wird. Ich habe natürlich auch Bock, das Album mit der entsprechenden Vorfreude dann zu hören. Wobei es vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht ist, da ohne große Erwartungen, ohne Feeling reinzugehen. Dann gucken, ob man sich catchen lassen kann. Bei Volbeat war es auch so ein bisschen so. Naja, jedenfalls, Slipknot, Birth of the Cruel, offizielles Video, Vertical Video. Warum ist es ein Vertical Video? Warum ist es fürs Handy gemacht? Warum macht man... Ah, komm, Leute. Egal. Wir gucken es uns an. 3, 2, 1, Start. Mit den weißen Overalls, ey. Das klingt sehr vom Stil her nach dem ersten Album bisher. Also dieses Intro, diese Art und Weise, wie das gemacht ist. Hätte mich auch gewundert, wenn es so ein bisschen ruhiger geblieben wäre. Geile Scratches. Das ist geil. Dieser Part hat so ein bisschen Korn-Feeling, finde ich. Also, weiß nicht. Scratches, sehr geil. Ja, den Part mag ich auch sehr gerne. Ich mache es immer kurz Stopp. Das klingt so, als wäre das jetzt der zweite Chorus gewesen. Ist, bei dem Lied ist es schwierig. Ich fand es auch schon beim letzten Song schwierig, bei Soul by Firth. Deswegen ist mir da auch nicht so krass reingegangen. Ich habe den auch
habe ich im Podcast, glaube ich, erwähnt, nach dem Video, was ich gemacht habe, auch, glaube ich, noch zweimal gehört. Und irgendwie hat er mich nicht so gecatcht, weil ich habe da irgendwie keinen richtigen Refrain ausmachen können. Deswegen fand ich es auch bei dem neuen Korn-Song bei Cold so geil, dass der Chorus sich stilistisch so krass vom Rest des Songs abgehoben hat, weil sowas muss ein Chorus in einem Metal-Song machen, um mal wirklich rauszukommen. Hier finde ich es gerade wieder so, der Part, wo halt dann so richtig schön immer auf diesen einen Beat so headbangen kannst, was ich halt daran feiere, das erkenne ich aber nicht als Chorus. Das finde ich zwar geil, aber es ist für mich kein Chorus. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was das ist, aber das ist halt cool, aber halt kein Chorus. Habe ich aber schon viermal gesagt, aber egal. Vier. Jedenfalls habe ich bei dem Song aber schon ein starkes klassisches Slipknot-Feeling. Also wie gesagt, dieser Anfang und dieses Gescratch und sowas hat irgendwie schon so ein erstes Album-Feel. Natürlich vom Sound nicht. Ist ja ganz klar, der Sound klingt nicht mehr so wie damals. Also die Mische meine ich jetzt. Das geht ja gar nicht. Die haben ja mittlerweile viel mehr Mittel und viel mehr Geld, was sie da rein investieren können in den Sound. Das klingt logischerweise nicht mehr so wie damals. Und an und für sich, wie gesagt, dieser eine Song, der ein bisschen Korn-Feeling hatte, fand ich jetzt witzig, dass ich das so, dass mir das aufgefallen ist, weil damals bei You'll Never Find Me von Korn habe ich nämlich gesagt, dass der Breakdown irgendwie, meine ich, dass ich da gesagt habe, dass es das ein Slipknot-Feeling hat und dass ich mir da gut Corey Taylor drüber vorstellen könnte. Und jetzt habe ich es gerade andersrum. Jedenfalls, ja, bisher cooler Song soweit, im Sinne von geht auf die Fresse, aber mir fehlt da noch so ein bisschen. Das, was halt Unsainted mit diesem übertrieben geilen Chorus hatte, das fehlt mir ja gerade noch ein bisschen. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kommt noch. Nein, da kommt kein neuer Chorus mehr, nehme ich mal an, aber egal. Wir hören es weiter an. Klar, wenn davon cool. Ja, okay, da kommt nichts mehr. Das Video ist nicht der Rede wert, wenn es auch irgendwie cool, natürlich cool gemacht ist. Es sieht halt irgendwie cool aus mit den Masken und hier dem ganzen Kram, aber es ist halt einfach Mindestaufwand. Muss man so sagen. Ist nicht schlimm, aber es ist halt irgendwie, ja, hätte man sich sparen können und ein Lyric-Video machen können. Das wäre interessanter gewesen, weil viel raushören tut man da meistens nicht. Na, wobei, wenn man ein bisschen geübter ist, ein bisschen mehr Slipknot gehört hat, geht das schon. Aber ich habe mich jetzt auch gar nicht darauf konzentriert. Deswegen, naja. Hätte ich jetzt die Lyrics vor Augen gehabt, hätte ich jetzt vielleicht auch eher gewusst, um was es geht. Tue ich nicht. Was ich ganz cool fand am Ende war die Gitarre, die im Hintergrund dann dieses, na, ich sag mal, ich nehme an, es ist phrygisch betont hat, die Tonart. Ja, immer schön die kleine Sekunde gespielt und dann den Grundton. Ich meine, dass es so gewesen ist. Es klang nicht nach harmonisch Moll. Ja, wieder ein bisschen an Klugscheißern. Nee, gibt ja auch Leute auf dem Kanal, die das feiern. Deswegen möchte ich auch bedienen. Ich möchte es natürlich auch für mich selber loswerden, denn ich fand das gerade interessant. Mir ist es aufgefallen. Deswegen habe ich gerade ein bisschen gegrübelt, habe überlegt, war das jetzt erste und zweite Stufe oder war das siebte und erste? Beziehungsweise zweite und erste oder erste und siebte? Naja, egal. War auf jeden Fall dieser coole Halbtonschritt, dieses Chromatische halt, was so eine leichte Dissonanz reinbringt. Das fand ich cool. Ja, cooles Ding. Also, wie gesagt, mir fehlt da der Chorus, der klar erkennbare, ins Ohr gehende, hängenbleibende. Aber es ist jetzt auch nicht untypisch für Slipknot, dass die da sowas nicht haben. Von daher möchte ich da jetzt auch nicht zu so viel Kritik üben. Ich muss mir den Song noch ein paar Mal anhören. Ich kann jetzt
gar nicht wirklich genau sagen. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein Song gewesen, der ist jetzt einmal durch meinen Kopf durchgegangen, aber es ist nicht viel drin geblieben, außer diese Gitarre, die da dieses Phrygische gespielt hat. Und das, naja, und halt dieser Ding-Part und halt das Gescratchte, das war cool. Das Intro auch und das Outro. Also ist doch was hängen geblieben. Also ich muss mal nachdenken, bevor ich Sachen sage. Aber es ist nicht genug hängen geblieben für meinen Geschmack. Da hätte ein bisschen mehr hängen bleiben können. Wie gesagt, ich muss mir wirklich nochmal Slipknot anhören die nächsten Tage. Ich muss mir die neuen Songs nochmal geben. Also Unsainted brauche ich mir nicht nochmal anhören. Das ist auf jeden Fall drin. All Out Live, was ja gar nicht auf dem Album drauf ist, was ich sehr bedauerlich finde. Das werde ich mir auch nochmal anhören. Das war auch gut drin in meinem Kopf, aber das hat am Anfang auch ein bisschen gebraucht. Von daher, ja, ich gebe dem Song auf jeden Fall noch eine Chance, weil es wäre blöd, das nicht zu tun. Nach einem Mal anhören kann man sich nicht direkt die perfekte Meinung drüber bilden. Das weiß ich bestens. Wie gesagt, also mein erster Eindruck ist so, ja, ist gut, aber könnte mehr sein. Also ich weiß nicht, ja, vielleicht bin ich jetzt auch irgendwie komplett am Ding vorbei und ihr denkt alle, das ist der beste Song der Welt und ihr hört da den krassesten Chorus raus. Aber ich tue es nicht. Okay. Naja, ich würde mal sagen, so viel dazu. Ich bin gespannt auf Freitag, aufs Album und wie es bei mir hängen bleiben wird. Ich werde gucken, dass ich möglichst am Freitag, naja, ob ich Freitag das Review hochladen kann, das daran zweifle ich. Ich nehme an, Samstag wird es dann kommen. So rum. Und Sonntag dann im Podcast werde ich auf jeden Fall auch nicht drum rumkommen, über Slipknot zu sprechen. Der wurde mir auch einen Kommentar geschrieben, wo gefragt wurde, ob ich nicht mal meine gesamte Meinung auch zu der Band sagen kann. Sehr, sehr gerne. Dann werde ich auch ein bisschen auf die anderen Alben eingehen. Denn eigentlich, ursprünglich war das Konzept meines Podcasts, dass ich meine gesamte CD-Sammlung einfach durchgehe und über jedes Album irgendwie was sage, was ich damit verbinde oder wie ich es finde oder so weiter und so fort. Hat bisher überhaupt nicht funktioniert. Ich habe auch eine ganze Liste mit Podcast-Themen auf meinem Handy stehen, von denen ich bis jetzt auch kein einziges behandelt habe. Das ist sehr gut. Das heißt, es gibt für die Zukunft noch genug Stoffe, über die man sprechen kann. Ich würde mal sagen, ja, checkt in der Beschreibung den Link zur Spotify-Playlist, der Rockshop-Playlist. Checkt auf meinem Kanal den letzten Podcast ab, oder auch den vorletzten, oder den vorvorletzten, oder den vorvorvorletzten. Mittlerweile sind wir bei Folge 4. Ja, ich habe mich jetzt lang genug um Kopf und Kragen gelabert und euch eine Bulette ins Ohr gequatscht. Ich würde mal sagen, ich bin soweit raus und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der Rockshop-Headbang zu irgendeinem Scheiß. Und lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr mich irgendwas wissen wollt. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, mal habt einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Metal off, ich bin wo? Richtig, raus.